So langsam wird spannend hier. Ja. Dann folgen wir ihm mal unauffällig. Okay. Was haben wir denn hier? Ölige Frisur, hässliches Cape und steifer Kragen. Was findet Goal nur an diesem Lusch? Wir können mit ihm reden. Das gefällt mir zwar nicht, aber wir probieren es mal. Das war ja eigentlich auch von Anfang an der Plan, dass wir uns mit ihm treffen. Also, Rufus, mal gucken. Stimmt auch wieder. Endlich stehe ich dir gegenüber. Irrtum, ich stehe dir gegenüber. Von wegen. Ich stehe dir mindestens 3 Schritte mehr gegenüber. Glaub das ruhig, Bürschchen. Aber genug der Unhöflichkeiten. Wo ist Goal? An einem sicheren Ort. Na, das ist ja perfekt, du Genie. Du bist das Genie. Wir hatten einen Deal. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Ohne Goal kein Deal. Also, was ist jetzt? Ah. Ja, stimmt. Wir hatten ursprünglich vor, uns mit ihm zu treffen. Als ich das letzte Mal das Spiel gespielt habe, vor 2 Tagen, habe ich alle Texte vorgedrückt, damit es etwas schneller geht. Insofern sind mir natürlich auch Teile der Story wieder entfallen. Ja. Der Deal steht also noch. Nur wenn du deinen Teil der Abmachung einhältst. Na, die ganzen Zusammenhänge. Oh, jetzt spreche ich schon wieder. Obwohl, die sprechen. Verdammt, jetzt spreche ich schon wieder. So, okay. Ich glaube, ich lasse dich jetzt mal sprechen. Genau, wir sind ja jetzt schon quasi, also ist auch für mich eine komische, ein komisches Erlebnis, dass wir direkt quasi auf dem Weg zum Gipfel der Spannung hier einsteigen. Ja, und ohne Ausgabe kann man sich das hier auch nur vorstellen, immer was hier alles so gipfelt. Ich weiß noch, wie lange ich an diesem Gespräch gesessen habe, das habe ich nämlich tatsächlich selbst inszeniert. Also die um es einfach zu sagen, die passenden Mimiken zu den Sätzen aussuchen. Das war eine unglaubliche Friemelarbeit. Aber es ist eine unglaubliche Friemelarbeit. Soll ja auch schön spannend sein. Und die schöne Gegenüberstellung von Cletus und Rufus war, aber das wollte ich mir nicht nehmen lassen, dass ich das selbst inszeniere. Die sich ja quasi doch sehr ähnlich sind, ohne es halt jemals zugeben zu wollen. Macht der Dialog auch sehr viel Spaß. Ja, also lass uns einfach weitermachen mit dem Dialog. Mhm. Warum sollte ich dir trauen? Warum sollte ich dir trauen? Ich habe zuerst gefragt. Was für eine Vereinbarung ist das zwischen dir und dem Organon? Tja, warum sollte ich es dir eigentlich nicht erzählen? Deponia wird gesprengt. Was? Ach ja, ich hatte vergessen, dass ich mit einem Höhlenmenschen rede. Deponia. Boom. Boom? Ja, boom. Der ganze stinkende Misthaufen. Und Elysium weiß davon? Von der Sprengung? Na klar. Wir haben sie bereits vor Jahrzehnten in Auftrag gegeben. Was dachtest du denn, was die Organ uns den ganzen Tag so treiben? Ihre mechanischen Bärte entfusseln? Und was wird aus den Deponianern? Physikalisch betrachtet wohl hauptsächlich Energie. Theologisch gesehen, sagen wir einfach, für einen Stern am Abendhimmel wird's wohl kaum reichen. Wow, das ist echt starker Tobak. Um ehrlich zu sein, gingen wir davon aus, dass Deponia unbewohnt ist. Immerhin wurde die Oberfläche damals für unbewohnbar erklärt. Aber ausgerechnet jetzt, da die Sprengung unmittelbar bevorsteht, kamen Gerüchte auf. Auf Deponia soll es noch Menschen geben, hieß es da. Darum haben die Ältesten einen Inspektor ernannt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Ich bin es, du Troglodyt. Verstehe. Was ich hingegen nicht verstehe, mal abgesehen von der Bedeutung des Wortes Troglodyt, warum hat der Organon nichts von der deponianischen Bevölkerung erzählt? Ulysses Leute müssen doch wissen, dass wir hier leben. Immerhin terrorisiert uns der Organon seit Jahren. Sie erheben Zölle, sie blockieren Handelsrouten und sie klauen Babys im Nordquadranten, was allerdings auch nur ein Gerücht sein könnte. Ulysses hatte seine Gründe, uns im Unklaren zu lassen. Aber nun kennst du die Wahrheit. Ja, ich weiß alles.
Okay, das heißt dann ja, dass Deponia nicht gesprengt wird, richtig? Nein, falsch. Ulysses hat mir alles erklärt. Und wir haben eine Vereinbarung getroffen. In meinem Bericht an die Ältesten wird stehen, dass der Planet nach wie vor unbewohnt ist. Deponia wird also trotzdem gesprengt. Hast du etwa Probleme damit? Ich meine, was interessiert es dich? Immerhin wirst du sicher auf Elysium sein, wenn es passiert. Du willst doch noch nach Elysium, oder? Ja schon, aber... Ich meine, mir ist es egal. Aber Goal wird das nicht gefallen? Tja, da hast du nicht ganz unrecht. Goal hat sich als unberechenbarer Risikofaktor erwiesen. Aber dafür ist vorgesorgt. Was ist das? Das ist eine Bewusstseinsdatasette. Genauer gesagt, ein Backup von Goals Bewusstseinsspeicher. Das wusste ich. Goals gesamter Charakter ist darauf gespeichert. Inklusive aller Erinnerungen. Und zwar vor dem Punkt, an dem sie einen Blick auf Deponia und seine Bewohner warf. Sie wird nie erfahren, was hier auf Deponia vorgefallen ist. Darf ich auch mal? Finger weg! Das ist kein Spielzeug. Aber es funkelt. Ich glaube, ich habe da irgendwas verpasst. Aber dass Deponia vom Organon gesprengt werden soll, das hast du doch mitbekommen, oder? Ja, ja, Boom und so. Und dass ich im Auftrag Elysiums Deponia inspizieren soll, um Gerüchten über Leben auf der Oberfläche nachzugehen. Ja, das habe ich auch. Und? Werde ich Ihnen die Wahrheit sagen? Nein, du wirst verschweigen, dass es Leben auf Deponia gibt, damit Deponia trotzdem gesprengt werden kann. Bravo! Dann hast du ja doch alles verstanden. Yes. Oh, Junge, ich bin so gut. Ich bin so... Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Tja, dann haben wir auch keinen Deal. Schade. Es hätte dir sicher gefallen. Auf Elysium. Lass mich nur kurz dem Organon Bescheid sagen und... Nein, warte doch. Ich habe ja noch gar nicht ausgeredet. Das werde ich auf keinen Fall zulassen, würde jetzt bestimmt jemand sagen, der an Deponia hängt. Ich hingegen... Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja, wie sehr denn? Wunderschöne Antwortmöglichkeiten jetzt hier. Hier leben nur Idioten. Und du bist der lebende Beweis dafür. Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Ich weiß nicht. Er scheint zu dir zu passen. Bitte was? Weißt du eigentlich, wie das ist, jeden Morgen im Müll aufzuwachen? Zwischen Essensresten und Schmutzwäsche, die Spüle leckt, das Klo läuft über, der Kühlschrank ist leer und das Wasser riecht, als hätte es sich seit Monaten nicht gewaschen. Und dann dieses ewige, Rufus, mach den Abwasch, geh arbeiten, räum mal auf. Checkt mal was, der ganze Planet besteht aus Müll. Wir laufen auf Müll, wir essen Müll. Ihr wollt, dass ich den Arsch hochbekomme? Ihr könnt meinen Arsch von hinten bewundern. Ich gehe dahin, wo Potenzial kein Düngemittel ist, das man auf Kohlbeeten verteilt. Was kann man in eurem Müll denn bestenfalls erreichen? Scheiß Bürgermeister von Scheißhausen werden? Der Job, für den sich selbst der feine Herr Drückeberger zu schade war? Ohne mich. Hörst du, Paps? Ohne mich. Und weißt du noch was? Ich hoffe, du bist über einer Jauchegrube abgestürzt. Ich wink dir zu, wenn ich dich auf dem Weg nach Elysium überhole. Guck mal, wer ist denn jetzt der kleine Dreckspatz, Wer ist denn jetzt der Dreckspatz? Donnerwetter. Du scheinst Deponia tatsächlich zu hassen. Wow. Ja, ganz schwer Ballast gleich. Du siehst mir ähnlich. Gar nicht. Du siehst mir viel ähnlicher als ich dir. Nur, dass ich nicht so hässlich bin. Du bist sogar noch viel hässlicher. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Das ist sogar meine Lieblingsbeschäftigung. Wie bei mir. Oh Mann. Hör auf, mir alles nachzuplappern. Nur wenn du aufhörst, mir alles nachzuplappern.
Aber du plapperst mir doch alles nach. Nein, du mir. Nein, du mir. Ach ja? Ach ja? Ach ja, haha? Grumbel. Der Organon hat wirklich vor, Deponia zu sprengen? Genau. Den ganzen stinkenden Müllhaufen. Kaboom! Stört dich das etwa? Okay. Deponia sprengen? Das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Ich meine, okay, es stinkt. Es ist keine Augenweide. Sicher kein Ort für jemanden wie mich. Aber ich kenne einige Leute, die hängen irgendwie an diesem Haufen Schrott. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie, weiß nicht, darauf leben und so. Schön, das sind alles Idioten, die einen Helden nicht einmal dann erkennen würden, wenn er ihnen den Kohlgarten in Brand steckt. Aber sprengen? Ja, sprengen, abreißen, einäschern, vaporisieren, eliminieren, ausradieren, alles weg. Ratzfatz. Puh. Oh Gott. Wo nee, führt das jetzt super. Wieder? Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja, wie sehr denn? Also, hier waren wir schon mal. So. Ja, irgendwie. Aber trotzdem. Na und? Das tut dein Deo auch. Mein was? Okay. Sagen wir ein... Na gut, dann würde ich mal sagen, wir wählen einfach mal das hier aus. Ich gehe und hole Goal. Na endlich. Ich hab schon gedacht, wir drehen uns jetzt ein wenig im Kreis. Na, das war nur... Aber wirklich... Informationsbatzen, dass ich dachte, es wäre mal ganz gut, das Ganze nochmal nachfragen zu können. Ach so, klar. Das ist auch wirklich, wenn er beim ersten Mal nicht alles mitbekommen hat. Mhm. Ja, also, da haben wir ganz schön viel gelernt. Deponia soll gesprengt werden. Und, ja. Jetzt einfach nur zu geben. Was für eine Wendung in der Geschichte. Ja. Na gut, dann darf man mal gespannt sein, wie es weitergeht. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Ich erinnere mich, was für ein Glück, dass wir das Mosaikrätsel geschafft haben. Ich glaube, wenn ich mich nicht entsinne, dann warst du ziemlich schnell und gut darin, ne? Ja, es war, es ging ratzfatz. Wirklich, genau, ratzfatz. Wie gesagt. Die Leute haben mich dafür gehasst, wusstest du das? Ach nein, ich sage das nur. Die Verbindung wird gerade immer schlechter. Ich kann nicht mehr ran. Die Organons würden mich sehen. Gerade bei dir. Ich kann kaum was erkennen, was hier vor vonstatten geht. Na, und du bist auch immer schwerer zu verstehen. Gerade ich würde mal sagen, wir machen an der Stelle vielleicht mal einen Cut. Und gucken dann mal, wie wir da weitermachen am besten.